Und noch eine Lutschtablette für den Hals. So, und weiter. Bist du zufällig? Ja, ist alarmiert. Sache ist, es jetzt auch der Taxi-Guy oder ist es ein anderer? Ah, das ist wieder Nosferatu. Ne, auf den habe ich keinen Bock. Der dauert mir zu lange. Den Nosferatus mag ich nicht. Junge, was habe ich bekommen? Ja, guck mal, da vorne ist wieder ein Ding mit einer Sidequest. Für den Teleport, wenn ich das richtig sehe. So, diese Ruinen sollen aber sein. Nichts ist geblieben von aller Lebhaftigkeit und dem Wohlstand. Ist der Gerobatrachus, den zu erlegen meine Bestimmung ist, für die Zerstörung verantwortlich? Er soll sich in den Trümmern am Hafen verbergen, aber warum wollen die Falzi jetzt noch, dass dieses Monster vertrieben wird? Kommt nicht jede Rettung zu spät? Wollen die etwa in dieser weißen Wüste eine neue Stadt errichten? Ey, dieser Gegner, ne? Dieser dumme Drache, der fliegt gerade die ganze Zeit immer um mich herum. Der will mich. Ah, guck mal, der ist sogar da auf der Karte. Yeah. Habt ihr das gerade gesehen? Plötzlich sind da 300 Gegner um den gespawnt. Which is your house? What do you mean, which is ours? All of them. They're all ours. Yep, everyone in the village live together. One big happy family? One heck of a lot of places to hang your hat. We're back. Aber Gün Grand Puls. Vielleicht lebt da hinten noch jemand. Ich würde behaupten, hier in den monsterverseuchten Gebieten wahrscheinlich nicht mehr. So, you want to take a look around? We'd better. Gotta find something to help us lose these brands. That's not the only reason we're here. You're finally home. Make the most of it. Seid ihr? Irgendwelche komischen Larven, I see. Krieger ist immerhin gut, um die Gegner einmal kurz in die Luft zu werfen, dass sie nachher erstmal nichts machen können. Ja, das geht ganz gut klar eigentlich. Wo sind die ganzen Fledermäuse schon hin? Alle schon dead. Ich frag mich gerade, warum greift sie physisch an, wenn Magie eindeutig mehr abzieht? Ich verstehe manchmal die KI nicht. Ich könnte die Attacke nehmen, die mehr Schaden macht. Oder auch nicht. Passiert, wenn die Analyse noch nicht ganz abgeschlossen ist. Huh.
Kommt das, wenn ich die besiege? Stimmt, jedes Mal, wenn ich einen besiege, kommt mehr in die Analyse rein. Das ist mir nie so aufgefallen. Sushi, danke für 66 Monate Treue, auch weiterhin auf Stufe 3. Super geil von dir. Das heißt dann aber, die nächsten, die ich bekämpfe, die werde ich dann wahrscheinlich, wenn ich sehe, dass, weiß nicht, vielleicht physisch... Naja, guck mal, jetzt sieht man da, dass physisch halbiert wird. Jetzt greift sie magisch an, automatisch. Huh. 37 Sekunden! Was?! Wobei, ja gut, das Ding hat ja eine Schwäche gegen jedes Element. Ich hätte ihn wahrscheinlich richtig auf die Fresse geben können, wenn ich einfach angegriffen hätte. Hi. Das passiert übrigens, wenn Frankie seine Nippellichter nicht mehr, ja, hat. Ist ja richtig eklig, was der alles hat. Frankie Anti-Nippel-Leitung. Warum bin ich schon so angeschlagen? Oh, ganz knapp nicht. So, weg mit deinem dummen Schutzschild. Aua! Kann auch weiterhin guten Schaden machen, der Penner. Der sagt was im Morse-Code. Ich glaube, ich sehe da keinen Code. Draufhauen. Ein bisschen Schaden machen wir ja noch. Auch wenn der echt eklig ist. Fantastische Resistenz an Boost im Schockzustand. Ja, dann möchte ich ihn auch gerne schnell wieder hier drin haben. Aber den kriegen wir jetzt gleich in einer Runde wahrscheinlich nicht direkt down. Vor allem, wenn Fang schon fast dead ist. Meine Güte, lädt das langsam auf mitgemacht. Also ich weiß auch schon, welche Gegner ich dann auch wieder umgehe. Einmal müssen wir noch ein paar prügeln. Na gut. Wobei, eigentlich kann ich es auch so lassen. Okay. Guckst du nach draußen? Schneesturm wieder mal. Also das Wetter ist sich heute auch nicht einig. Daneben hatten wir wieder kurz Sonne. Ich hatte ja am Anfang des Streams, glaube ich, gemeint, dass es hier ständig hin und her wechselt und wir hatten am Anfang des Streams, glaube ich, Sonne, dann zwischenzeitlich wieder Schneesturm, dann wieder Sonne, jetzt wieder Schneesturm. Aber ein ordentlicher Schneesturm. So, heil du noch einmal. Warte kurz ab, was, wenn Omnimant wiederkommt. Ja, heil ruhig noch einmal. Ja, so die 24 Grad von letztens wären schon echt cool wieder. Das war echt angenehm. So, dass es richtig warm ist. So, können wir den jetzt bitte down kriegen? Danke. Meine Güte.
Hey, immerhin besser als die Vorgabe. Wofür habe ich das jetzt gemacht? Moment, ich kann irgendwas untersuchen. Feiner Kristallsand hat sich im Inneren der Maschine festgesetzt. Was auch immer ihr Zweck gewesen sein mag, sie erfüllt ihn schon lange nicht mehr. Okay, für die eine Textbox. Hat sich gelohnt. Wo soll ich denn überhaupt hin? Da hinten hin. Wie komme ich da hin? Einmal da im Kreis herum und dann bis dahin. In diesen Säcken findet sich allerlei Werkzeug für die Feldarbeit. Auf einem ist der Name seines ehemaligen Besitzers verewigt. Hübsche kleine Kästchen flankieren den Rahmen des zerbrochenen Spiegels. Das waren sicherlich die Schatzkästchen einer jungen Dame. Nö. He wanted to say goodbye. He's not ready for the scrap heap just yet. Bit worse for wear, yeah. Nothing I can't fix. Just need to track us down some parts. Repariere Bhakti. Manils kleiner mechanischer Freund hat den Geist aufgegeben, doch mit den nötigen Ersatzteilen kann ihn Sass reparieren. Findige Sucher werden die benötigten 5 Ersatzteile sicher schnell in Urba gefunden haben. Okay. Da ist noch ein bisschen Suppe. Schauen wir doch mal, ob wir die spontan hier irgendwo finden. Betten. Eine Chocobo-Puppe. Wie schnell kam da plötzlich angedüst? Aber nein, auf dich habe ich keinen Bock. Oh no, ich bin in der Ecke fest. Der will mich. Schnell weg. Das hier. Nichts, was ich sehen darf, anscheinend. So, oh, voll offensiver einfach jetzt. Okay. Das waren 3 Angriffe eigentlich nur und ich war tot. Guckst du nach draußen, alles weiß. Eigentlich wollte ich nur zu diesem Motorrad hier mal, aber ich darf es nicht untersuchen, während die noch geil auf mich sind. Dein Ernst? Jetzt darf ich da nicht ran, weil der davor... Ach, Spiel. Das Gefühl, es schneit gerade mehr als Anfang Februar. Mal gucken. Ich hätte da eins, da eins. Da hätten zumindest 3 Stellen, an denen ich irgendwelche Objekte hätte. Sprich, ich müsste jetzt erstmal nochmal alle Gegner in diesem Gebiet hier bekämpfen, um an die ganzen Sachen heranzukommen.
Yikes. Die machen ja nur zum Glück nur ein bisschen Schaden, ne? Ja, wieder Drachiboss, der das Klo blockiert hat. Und haben wir jetzt hier Leute, die überall einfach das Klo blockieren. Also es hat gerade so innerhalb weniger Minuten so stark geschneit, dass die Wiese weiß geworden ist. Läuft. So, darf ich mir jetzt das Ding da vorne mal angucken, was das ist? Ein Stromkabel erhalten. Also ich darf wirklich jetzt an jede einzelne Stelle da nochmal hin. Das heißt, ich darf den hier noch schon wieder besiegen. Außer er sieht mich nicht. Kann ich ihn wenigstens von Anfang an überraschen? Nein, kann ich nicht. Können wir den irgendwie manipulieren? Ich könnte ihn vergiften. Ein Mobby schon mal drauf. Vielleicht geht's mit dem Gift ein bisschen schneller. Falsche Sache. Das war gemein. Kann wenigstens gleich ein bisschen mehr Schaden machen. Was man nicht alles für so ein kleines. Keine Ahnung, was für ein Ding macht. Okay. Haben wir schon mal vergiftet. Dann nimmt er jetzt wenigstens dauerhaft mal ein bisschen Schaden. So. Und draufhalten. Ja, doch. Wieso bin ich fast tot? What happened? Da guckt man einmal kurz weg und plötzlich ist man fast tot. Ah. Ich habe Status Drops drin. Das ist passiert. Bhakti ist unser Freund. Alles für Bhakti. Oder so. So. Bitte mich nicht töten. Wäre geil. Das. Können wir nochmal Morbid draufdrücken. Na? Okay, Morbid ist da drauf. Das ist eigentlich halbwegs gut geheilt. Dann weiter draufhauen. Seid ihr Freunde von Bhakti? Immer doch. Der Name klingt auch echt witzig. Ich muss sagen, mit dem Morbid geht das auf jeden Fall schon mal sehr viel
Yikes. Schneller. In der Hinsicht, dass wir einfach sehr viel mehr Schaden machen mit den Attacken allen. Das war schon gleich viel besser. Okay. So. Einen Akku erhalten. So, da oben habe ich, glaube ich, noch was gesehen, oder? Ah, ne, das ist nur die Sidequest. Was? Ach so, Straßenschild. Ich dachte, hier wäre noch mehr. So. Was? Das ist wieder so eine komische Hand auf dem Boden. Die Sache ist, kämpft ihr zusammen? Muss ich euch zusammen bekämpfen? Ja, offensichtlich. Machen wir die kleine Larve zuerst weg. Hat zum Glück nicht viel Schaden. So, was ist mit dir? Ich weiß noch nicht so viel über dich. Auch nicht, ob du irgendwelche Resistenzen hast gegen irgendwelche Zustände. Aber wir probieren es einfach mal. Also der Ball funktioniert auf jeden Fall schon mal. Fluch funktioniert. Ich guck mal, ob ich noch mehr drauf bekomme. Gemach funktioniert. Aber die Sache ist, dadurch, dass er verflucht ist, kann ich einfach draufhauen, er kann eh nichts mehr machen. Weil sich die ganze Zeit von uns unterbrechen lässt in jedem seiner Angriffe. Und er so, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Dass ich dieses Jahr noch Schnee sehe, hätte ich auch nicht erwartet. Na gut, jetzt sind noch die ganzen Resistenzen und alles zu sehen. Also, warte, ich caste. Jetzt aber. Im Dezember. Wobei ich ehrlich sagen muss, wir haben meistens immer Anfang des Jahres hier in Dortmund, wenn dann Schnee. So November, Dezember eigentlich gar nicht so. Irgendwie ging da jetzt auch sehr viel angenehmer. Ich sollte wirklich sehr viel mit Manipulatoren arbeiten. Und nicht einfach nur draufhauen. Eine Himmelsachse. Bringt sie dir was oder hat sie irgendwie einen coolen Effekt? Nicht zu schocken. Aber da verstehe ich das richtig. Wenn ich diese Waffe ausrüste, kann ich den Gegner nicht mehr schocken? Verstehe ich das richtig? Ist das nicht total blöd? Sie hat wahrscheinlich dafür gute Statuswerte, aber ist das nicht blöd? Also er kann von Vanilla nicht mehr geschossen. Ja, ich sag mal, alle anderen haben, glaube ich, auch so eine Art Waffe gehabt. Und die habe ich alle sofort verkauft. So. Was ist hier los? Werden die mich jetzt töten? Wahrscheinlich. Lebe! Lebe! Noch ein kleines bisschen? Okay, safe. Also ich glaube, solche Waffen, die halt eigentlich gute Statuswerte haben, aber dafür richtig... richtig miese Effekte, benutze ich eigentlich auch echt nur sehr ungerne. Geobaktrakus.
Oh nice, das war sogar schon die Mission. Gigantenfäustlinge. Klingt nach einer Waffe? Für dich? Nein. Ist das hier was? Ah ja, da. Die Courage-Resistenz. Wisst ihr? Ich könnte um diese Wurzel herumlaufen. Ich könnte aber auch da drüber hüpfen. Für die ganz stylischen. So. So, da wäre gleich noch ein Ersatzteil. Auch nur da erstmal. Dann fehlen mir noch zwei weitere.